So, er hat mich mit Radio 4. Dann würde ich sagen, dann teste ich jetzt meinen selber gebauten CB-Sender, wenn es okay ist. Ich stecke den an und der ist auf Kanal 4. Ich lasse dann ungefähr 10 bis 15 Sekunden laufen und dann treffen wir uns wieder auf Kanal 3, weil das Problem ist, der Sender ist hier im Nahfeld so stark, dass mein Funke dazu drückt und ich schlecht dann den anderen Funker wieder empfange. Was meintest du vorhin mit Kanal 4? Ich habe jetzt einen selber gebauten Sender hier oben am Berg, den wo ich selber zusammengelötet habe, weil ich ein Elektronikbastler bin. Und den würde ich gerne testen, ob der bei dir noch hergeht. Auf Kanal 4 ist der dann, in FM. Da läuft eine Endlosschleife, du kannst mir also nicht antworten. Ich würde den Sender dann laufen lassen für 10, 15 Sekunden und dann wieder auf Kanal 3 schalten. Und du kannst mir dann sagen, ob du ihn gehört hast. Okay, dann gehe jetzt auch mal kurz auf die 4, oder? Ja. Okay, auf der 4, bis gleich. Okay, das muss ich jetzt schauen. Ich muss jetzt Folgendes machen, ich muss den Sender hier nehmen, muss die Antenne irgendwie rausziehen. Kamera kurz in den Rucksack. Tut mir leid, das ist alles ein bisschen schlecht, wenn man nur eine Hand hat für so Scherz. Okay. Mein Sender läuft wieder. Dass ich das ein bisschen vorstellen kann, wie ich hier sende. Okay, ich lasse ihn kurz laufen. Auf der 4. Höre ich mal selber rein. Kurzen Moment. Auf der 4. 400 Milliwatt CB-Funk Selbstbausendung. Testsendung, Testsendung. Testsendung, Testsendung. 400 Milliwatt CB-Funk Selbstbausendung. Testsendung, Testsendung. Okay, wie hier auf die 3. Okay, jetzt müsste sich eigentlich wieder melden. Theoretisch. Ja, das ist alles ein bisschen suboptimal hier. Stefan Schliersee. Stefan Schliersee sagt da. Hier ist der Stefan aus Schliersee. Kanal 4, hast du was gehört? Ja, das war aber jetzt nicht so berauschend. Also ich konnte hier ein SS7-Signal empfangen und Radio, ja, das war eher so Radio 2. Leichte Modulation erkennbar, aber nicht verständlich so richtig. Ach so, aber das Signal war da. Das wundert mich. Ich habe eigentlich schon einigermaßen Hub auf dem Sender. Nee, also es war also nur, ja, ich konnte da, hätte ich da eine SS7 geben können, ne? Aber wie gesagt, Radiowert kommt da nichts Gescheites rüber da. Okay, ich kann die Modulation noch ein bisschen aufstehen, wenn du möchtest, dass es lauter ist. Dann kann man es nochmal probieren. Ja, gerne. Okay, dann bis gleich.